What the? Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Outlast mit mir, Thomas und Playgeddon. In der letzten Folge waren wir hier im Schrank, das Ding da, was da war, ich weiß nicht, was es genau war. Auf jeden Fall, es hat uns verfolgt und wir mussten uns im Schrank verstecken, denn das Spiel hat uns vorgegeben, dass wir nicht kämpfen sollen. Ich hoffe, der ist jetzt weg. Eigentlich, Altshare hat mir den Tipp gegeben, wir können die ganze Zeit filmen, was sich doch gut trifft, weil die Batterie dann nicht verschwindet. Nur wenn man die Nachtsicht benutzt, verschwindet die Batterie. Und wir haben als Auftrag bekommen, dass wir in den Keller gehen sollen, um den Generator zu überprüfen. Und das werden wir, glaube ich, auch direkt machen. Wieso ist es auf einmal hier so dunkel? Oh nein. Stimmt ja, der Typ da, der da war. Ich weiß nicht genau, wer das war. Ich glaube, das war der Pastor oder so, ne? Der hat das Licht ausgemacht. Aus welchen Gründen auch immer. Und wie man sieht, die Tür ist auch schon auf. Ich habe überhaupt keinen Bock, da unten jetzt reinzugehen, aber wir müssen das tun. Okay, warte mal. Liegt da was? Nein. Okay. Ich habe mir auch mich ein bisschen um das Spiel erkundigt. Musste ich leider tun, tut mir wirklich leid, aber ich habe gesehen, wie oft man hier laufen muss. Das ist unnormal, wie oft man laufen muss. Das mag ich gar nicht in Horrorspielen, wenn man weglaufen muss. Und wir drücken jetzt auf J. Texte kurz. Erstens, es wurde eine Posthypnose der vorangegangenen Nacht, Finger zeigt, du schläfst, durchgeführt. Miss Jackson und Miss Pierce fielen sofort ohne weiteren Anweisungen in einen tiefen hypnotischen Zustand. Miss Pierce wurde dann angewiesen, sie hatte vorher ihre Angst von jeglichen Feuerwaffen zum Ausdruck gebracht, all ihr zur Verfügung stehende Mittel zu nutzen, um Miss Jackson, die sich nun im tiefen hypnotischen Schlaf befand, zu wecken. Wenn ihr diese nicht gelänge, wollte sie eine in der Nähe befindende Pistole ergreifen und diese auf Miss Jackson abfeuern. Ihr wurde gesagt, dass ihr Mut so groß sei, dass sie nicht zögern würde, Miss Jackson zu töten, wenn dies nicht aufwachte. Miss Pierce führte die Anweisung genau aus, feuerte auch die ungeladene Luftdruckpistole auf Jackson ab und fiel anschließend in einen tiefen Schlaf. Nach entsprechenden Anweisungen wurde beide geweckt und konnten sich an den Vorfall nicht erinnern. Miss Pierce, wurde die Pistole erneut gereicht, die sie aber im wachen Zustand nicht berühren oder vom Therapeuten entgegennehmen wollte. Sie tritt der vergangenen Vorfall vehement ab. Ja, wisst ihr, ich habe jetzt vier Tage frei gehabt. Keine Schule und dann ist das schon schrecklich. Okay, da ist die Sackgasse. Und hier ist Licht. Drücke Leertaste, während du dich auf Hindernis zu bewegst, um rüber zu springen. Okay. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich bin nur eine Illusion. Nur eine Illusion. Nur eine Illusion. Schalte die beiden Gaspumpen ein und betätige den Hauptschalter, um den Generator neu zu starten. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Oh Mann. Das Spiel wird jetzt die ganze Zeit so dunkel sein, ne? Irgendwann werden uns auch noch die Batterien ausgehen, schätze ich mal. Okay. Die Tür ist zu. Ich weiß nicht, was das heißt. Aber ich schätze, das heißt nichts Gutes, wenn hier unten eine Tür zu ist, obwohl ihr denkt wohl ab. Ist das eine Batterie? Ist das eine Batterie? Nein. Wieso kommen hier auf einmal diese blöden Töne? Meine Güte. Okay, who is that? Kann man sich hier irgendwo verstecken im Notfall? Ich glaube, ich sollte mich verstecken. Ich habe nur das Gefühl, dass wir uns verstecken sollten. Was ist das? Oh, bitte sag nicht, dass das der Kerl von vorhin ist. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein.
Der hat einen Knüppel in der Hand. Der hat einen Knüppel in der Hand. Why? What the? Links und rechts. Da lang. Oh nein. What the? Da, ah, ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da, Mann. Ha. Nach rechts. Okay, der. Ah, Mann, verschwinde doch. Verschwinde. Oh, mach doch Platz, Mann. Das ist nicht cool. Das ist echt nicht cool. Ich will nur. Oh, das kann doch nicht sein, dass sie überall in dieser Kasse sind. Geh weg. Geh weg. Mit dem. Ja, hör auf. Hör auf. Ich glaube, das ist Farid Bang und hat gesehen, dass wir letztes Beintraining gemacht haben. Und wir laufen voll wieder in eine Sackgasse. Oh, geh doch! Hä? Ach, da geht's lang, ja. Ich habe echt einen schlechten Orientierungssinn. Okay. Oh, hier waren wir schon drin, oder was? Wir gehen einfach mal hier in den Schrank rein. Ui, das war eine wilde Verfolgungsjagd. Ich schätze mal, das ist Farid Bang und hat gesehen, dass wir letztes Beintraining gemacht haben. Und deswegen verfolgt er uns jetzt mit seinem Baseballschläger. Er bewacht hier unten, aber wieso ist die Frage? Ich schätze mal, dass die andere Gaspumpe gegenüber ist, deswegen müssen wir es irgendwie schaffen, gegenüber hinzukommen. Aber die Frage ist nur, wie. Ich glaube, er ist wieder in der Nähe. Wir warten jetzt ein bisschen. Ist mir egal, ob der Part länger wird, aber ich will hier in Sicherheit drin bleiben, in dem Schrank. Zu gucken, was uns erwartet. Sollen wir rausgehen? Sollen wir rausgehen? Wollen wir es wagen? Wir wagen es. Eine Batterie. Eine Batterie haben wir gefunden. Drücke R. Dort müssen wir rein. Schätze ich mal. Geh doch rein, Mann. Dankeschön. Links oder rechts? Links. Mama, da kamen wir her, ne? Oh, nee. Oh, nee, da kam mir her. Mist. Ich würde mal sagen, wir verstecken uns jetzt ein bisschen. Wir müssen noch Batterien sparen. Oh, runter, geh runter. Er darf uns nicht sehen. Ah, nein, das wollte ich nicht. Ihr müsst mir verzeihen, ich habe noch nicht allzu viele Computerspiele gespielt. Deswegen bin ich noch nicht der Oberpro hier drin. What the? Wow! No! No! Box mich nicht! Du siehst hässlich aus! Geh doch! Hin, Mann! Oh, jetzt sind wir... Oh, nee, wir gehen wieder in die falsche Richtung. Geh durch! Der kommt hier nicht durch. Der ist zu blöd dafür. Guckt ihn euch an, Mann. Geh weg. Du bist hässlich, Farid. Oh. Wo genau ist jetzt die andere Gaspumpe? Okay. Ich muss wirklich sagen, gruselig war das jetzt nicht. Es ist eher nervig, vor dem wegzulaufen. Hm. Okay. Ich muss jetzt genau realisieren, wo genau wir waren. Ich glaube, waren wir rechts oder... Ah, Mist. Mist, Mist, Mist. Ist er da irgendwo? Nein. Also getrost können wir schon mal rübergehen. Aber wir haben schon mal ein bisschen Filmmaterial. Dass Farid hier unten auch mitspielt. Wo läuft der hier lang? Ich sehe den nirgends.
Tut mir leid, wenn die Sprache mir jetzt ein bisschen vergeht, aber ich muss mich konzentrieren. Da ist der Sucker ja. Okay, da vorne ist er. Eventuell müssen wir da sogar rein. Runter. Ich glaube nicht, dass er uns sieht. Der ist zu blöd dafür. Der ist zu blöd dafür. Ich hoffe es, dass er zu blöd dafür ist. Und wenn den ja, dann hören wir wieder diesen Ton, wenn er uns verfolgt. Wir müssen ausmachen. Wir müssen etwas sparen. Wir haben nur noch 4 Batterien. Ich schätze nicht, dass das viel ist. Wir müssen jetzt hören, wo er lang geht. Alter, der Park wird heute lang mit so einer blöden Mongo-Kacke. Jetzt gehen wir hoch. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Können wir wieder... Scheiße. Vielleicht hier lang? Irgendwo? Na? Oh, eine Batterie. Dankeschön. Wir gehen erstmal hier rein und verstecken uns ein bisschen. Wir chillen unser Leben, würde ich sagen. Wir müssen jetzt ganz genau, also wir sind jetzt rechts lang gegangen, dann müssen wir gleich nochmal rechts, wenn wir aus der Tür rauskommen. Und dann müssen wir erstmal gucken, ob er da steht. Okay. Da war der. Da war er. Okay, das wird ein sehr langer Part, würde ich sagen. 11 Minuten nehmen wir gerade ja schon auf. Moment mal, ist das insgesamt oder... Keine Ahnung. Ich kann auch nicht ewig hier drin bleiben. Ich kann leider nicht ewig hier drin bleiben. Wir gehen einfach mal hier lang. Ich hoffe, hier drin ist er nicht. Wenn ja, das wäre blöde. Ach, hier ist die... Oh, eine Batterie. Geil. Batterien sind immer gut. Okay, wir müssen wechseln. Und ich hoffe, dass er nicht gleich da vorne steht. Dankeschön. Da ist er nicht. Dann können wir getrost hier weitergehen, schätze ich mal. Das ist ganz schön kompliziert, diese Gänge hier. Und ich will jetzt auch nicht rennen. Okay, die Tür ist zu. Ah, der nächste Schalter. Sehr nice. Okay. Wir können uns hier nirgendwo verstecken. Oh, doch, da. Okay, er kommt wieder. Er kommt wieder. Warum sonst sollte diese gruselige Musik sonst kommen? Wenn er nicht irgendwo in der Nähe stehen würde. Ey, Farid. Bist du da? Es tut mir echt leid, Bro, dass ich letzte Woche meine Beine trainiert habe. Das war nicht extra. Du musst doch verstehen, dass ich Beine trainiert habe. Der macht die Türen auf, ne? Wir müssen uns vorbereiten zu rennen. Wieder ein Geist. Ja, Geister. Weißbrot. Ich weiß noch nicht, ob wir weitergehen können. Ich glaube, der ist dann noch irgendwo in der Nähe. Wenn ich mich nicht irre. Irre. Der hat die Tür, Mann. Der ist da noch irgendwo, bin ich mir sicher. So, sicher. Batterie, geil. Wie viele haben wir jetzt? 6 wieder. Das haben wir ja mit Taktik gemacht gerade. Wir haben total geguckt, wo er ist. Kann er uns hören oder wie findet er uns andauernd? Ich weiß es nicht. Oh, oh, oh. Wir locken ihn erstmal hier. Geh aus dem Weg, Bitch. Geh aus dem Weg. Geh aus dem Weg. Oh, nee. Sag. Geh da rüber.
Geh weg! Hau uns nicht, Farid! Komm! Hier weiter! Hier! 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 Jetzt da durch! Da durch! Wo bist du? Okay, das hat doch relativ gut geklappt. Ein paar Schläge können wir immer vertragen. Aber nur ein paar. Okay. Bist du weg? Ich würde mal sagen, wir warten ein bisschen. Ich bin mir nicht sicher, ob er noch da ist oder nicht, aber... Wenn ich ehrlich bin, gruselig war das jetzt nicht. Eher nervig, wenn er uns die ganze Zeit hinterherläuft, aber... Das Game an sich ist bis jetzt so relativ gut und ich hoffe, dass es so bleibt. Oh Manometer, wir müssen hier wieder durch. Komm, komm, Fuck. Fuck. Wir haben nicht mehr... viel. Okay. Wir müssen jetzt da lang. Was? Noch eine Gaspumpe? Oh nee. Nee, wir müssen nicht noch eine Gaspumpe machen. Nein, glaube ich nicht. Da war der Typ. Ich weiß jetzt nicht, wo es lang geht. Entweder links oder rechts. Hallo? Du bist nicht da. Du bist nur eine Einbildung. Du bist nur eine Einbildung. Wir rennen jetzt einfach, ist mir egal. Soll er doch kommen? Soll er mich verprügeln, ja? Komm. Okay. Rechts waren wir drinne. Rechts waren wir drinne. Oh no! 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 Oh no. Ah! Mach doch! Wo ist der Typ hin? Ja, box mich doch! Ja? Ja? Okay, geradeaus waren wir auch schon. Da müssen wir rein, da! Mama, Mama, da! Hänschen, piep mal, deine Mutter soll piepen, Mann! Und wieder hier rein in Sicherheit. Warte mal. Rechts waren wir gerade. Wir müssen links rein, oder? Ist wir links oder geradeaus? Rechts nicht. Haben wir nachgeschaut. Er kam. Oh, wo? Geradeaus oder links? Das ist die Frage. Das wird heute wirklich ein längerer Part, aber ist ja nicht schlimm. Ich habe keine Probleme damit. Morgen ist sowieso Wochenende. Und ich habe mich auch dazu entschieden, auch Samstagsfolgen hochzuladen. Weil wir sonst nicht mit dem Projekt durchkommen. Okay. Gehen wir wieder hoch. Ist mir egal, er kann uns so oft boxen, wie er will. Ich glaube, unser Charakter kann sich sowieso irgendwie heilen. Selber. Runter. 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 Nein, das wollte ich nicht. Voll D drücken und nicht F. Was macht der da? Geh mal weg, Bitch. Er hat uns nicht gesehen, sonst wird die Musik kommen. Meine Nase juckt schon die ganze Zeit wegen dem Horrorspiel. Hm. Kann doch nicht sein, dass sie solche Probleme haben. Hier. Ist mir egal, ich laufe jetzt einfach, ne?
gehören. Eine Leiche. Nicht cool. Ich hoffe, unsere Kamera macht gleich keine Geräusche. Verschwunden, ja. Ich bin verschwunden. Komm her! Eins gegen eins! La 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 la. La 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 la. La la. What the? Oh! La 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 la. La 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 la. Ja? Hier drin bin ich sicher. Kommst nicht rein. Du Bitchkopf. Jetzt haben wir alles aktiviert und können gleich wieder dahin laufen. Mit einem 20-Minuten-Part, wie die Kamera hier mir anzeigt. Hä, wo ist der denn? Müsste die Musik nicht mal aufhören? Oh, hier sind schön ein paar Zettel. Das ist ja eigentlich so ein Riss in der Mauer. Okay, weiter geht's, weiter geht's. Im Normalfall müssten wir jetzt irgendwann weiterkommen, im Normalfall. 21 Minuten sind schon vergangen. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, ob die Kamera jetzt mal neu startet. Aber ist wirklich ein guter Tipp, dass man alles filmen kann. Damit hätten wir alles aktiviert, ne? Nein! Ich bin nicht da! Ich bin nicht da! Ich bin nicht da! Nein! 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 Kann doch nicht sein, dass er die ganze Zeit da rumschwirrt! Oder wo war der Typ? Wo ist der denn? Ja, ich glaube, ich cut das mal weg, bis ich dahin bin, oder? Nee. Wir wollen alles sehen. Ich hoffe, es stört euch nicht. Wenn ich wirklich solche Situationen wegcutten soll, schneidet es mir in die Kommentare, genau. Schreibt es mir noch unten in die Kommentare rein. Ihr seid ja die Zuschauer, die den Müll hier gucken. Wo ist der Typ denn hin, Mann? Ich habe den nirgendwo gesehen. Wir können ja nicht ewig viel Schläge reinstecken. Nee, ist mir egal, weißt du? Der soll sich verpissen gehen. Ja, wir wechseln einfach mal die Batterie. Da war der. Da war er. La 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 la. Ist er behindert? Lauf! 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 Ja, tschüss, wir haben es geschafft. Ich glaube, jetzt können wir wieder gehen. Oh, ich glaube, den Strom haben wir wieder aktiviert. Speichert, Gott sei Dank, haben wir den Strom wieder aktiviert. What the fuck? Kann er wieder stehen? Ich will da eigentlich gar nicht lang, aber wir müssen ja wohl. Jo, ich würde mal sagen, das war's mit dem heutigen Part von Outlast. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ruhig einen Daumen rum da. Wenn ihr kein Outlast mehr verpassen wollt, würde ich mich sehr über Daumen freuen. Bis zum nächsten Mal. Sagt euer Hipster. Ciao, ey. What the? Sorry, Bro.